Liebe Geschwister, liebe Gäste, ich heiße euch heute Morgen ganz herzlich willkommen zu unserem Abendmahlsgottesdienst. Ihr Kinder, ihr habt es gut, denn heute erzähle ich euch nochmal eine Geschichte. Die ist für die Erwachsenen und auch für euch Kinder am Anfang meiner Predigt. Und zwar geht es um einen Jungen, der 13 Jahre alt war und aus Zaire kommt oder in Zaire gelebt hat. Und er hieß Banza. Und der Banza guckte in das Gesicht seiner Nachbarin und er hoffte, dass er ein bisschen Mitgefühl sehen könnte in ihrem Gesicht. Aber die Nachbarin blieb hart und sie sagte: Banza, du musst auf den Markt gehen. Und der Banza sagte: Aber ich will nicht auf den Markt gehen. Ich will kein Dieb werden. Und die Frau guckte ihn an und er wusste, es gab keine Lösung für ihn. Seitdem seine Mama gestorben war und sein Papa weggegangen war, lebte er vorübergehend bei dieser Nachbarin. Aber jetzt war der Zeitpunkt gekommen, wo die Frau ihm sagte: Du musst hier weg. Wir können dich nicht durchbringen und dich durchfüttern. Du musst selbst auf den Markt gehen und dort für deinen Lebensunterhalt sorgen. Aber der Banza wusste, dass keiner auf dem Markt arbeitete, der ehrlich geblieben war. Wenn man auf diesem Markt, auf dem großen Markt dort arbeitete, lernte man Betrug und Dieberei. Und das wollte er nicht. Und dann sagte er zu seiner Nachbarin: Aber wenn ich vielleicht weniger esse, vielleicht einer der Nachbarn wird mich vielleicht doch nehmen? Nein, sagte die Frau. Und das war auch das Letzte und dann warf sie ihn raus. Und nun war der Banza auf der Straße und er trottete durch das Dorf und als die Leute vor ihren Hütten standen und Häusern, da sah er in den Augen und Gesichtern überall die gleiche Antwort: Wir wollen dich hier nicht, du bist uns eine Last. Und wie er so vor sich hinging, kam ihm ein Gedanke. Er wusste nicht, was er machen sollte. Und er sagte: Ich gehe zum Präsidenten. Mit seinen 13 Jahren wollte er zum Präsidenten, der sollte ihm helfen. Und er wusste nichts von diesem Präsidenten, außer dass er in Lubumbashi wohnte. Und als er diesen Gedanken hatte, da versuchte er das sofort umzusetzen. Und eine halbe Minute vorher sah er, wie ein Karren, ein Ochsenkarren vorbeifuhr auf der Straße. Und er rannte hinterher und sagte: Können Sie mich mitnehmen nach Lubumbashi? Da nickte der Mann. Und er setzte sich auf den Karren und holperte auf dem Weg, auf einem unendlich langen Weg, wie es ihm schien, in diese große Stadt. Und als sie dann endlich ankamen, fragte er den Mann: Ist das Lubumbashi? Der Mann nickte. Wo ist das Haus vom Präsidenten? Und dann wies der Mann ihm die Richtung. Und er bedankte sich, der Banza, und sprang dann runter und ging dann Richtung Haus vom Präsidenten. Und als er vor diesem Haus stand, da verließ ihn doch der Mut. Und er sagte sich: Boah, was habe ich mir da vorgenommen? Aber dann dachte er: Na gut, ich habe nur noch diese eine Chance. Wenn ich den Präsidenten nicht frage, wird er mir auch nicht helfen können. Und er nahm seinen ganzen Mut zusammen und er ging da Richtung Wache. Und da kam eine kleine Frau in einem gelben Kleid ihm entgegen und begrüßte ihn und war freundlich. Und er erzählte, was er wollte. Und dann sagte die Frau: warte hier bei der Wache. Ich werde reingehen und versuchen, mit ADRA zu telefonieren. Mit der Katastrophenhilfeorganisation. Vielleicht können sie dir helfen. Und nach einer Weile kamen sie raus
Und dann sagte sie, willst du mit anderen Kindern auf einer Farm leben? Und der Banzer, der wusste gar nicht, wie ihm geschah, und er nickte nur. Und so kam es, dass der Banzer in eines unserer Waisenhäuser kam, das in Saire ist, wo viele andere Kinder lebten, draußen auf einer Farm. Und er fand schnell Anschluss und sie spielten zusammen und sie arbeiteten dort zusammen. Und Banzer fand ein neues Zuhause. Warum erzähle ich euch diese Geschichte? Das ist doch völlig verrückt, dass ein kleiner, na, so klein war er nicht, aber ein 13-jähriger Junge auf die Idee kommt, zum Präsidenten zu gehen, nur weil ihn keiner haben will. Hat ihm Gott geholfen? Ich finde diese Geschichte sehr beeindruckend und möchte diese Geschichte einfach zur Ermutigung uns allen erzählen, dass es sich lohnt, ehrlich bleiben zu wollen oder gute Prinzipien festhalten zu wollen. Gott hat diesem Jungen geholfen, weil er ehrlich bleiben wollte. Und das ist, glaube ich, auch eine Lehre für uns, für Große und Kleine, aber auch für euch als Kinder. Das Thema unserer Predigt heute lautet: Gottes Kinder werden geführt, selbst wenn sie nichts davon mitbekommen. Gottes Kinder werden geführt, selbst wenn es nicht danach aussieht. Und so war das bei diesem Banzer. Er hielt an diesem richtigen Prinzip fest, ehrlich bleiben zu wollen. Und allein das reichte schon aus, dass Gott ihm zu Hilfe eilte und ihn anerkannte als zu ihm gehörig und ihm wirklich geholfen hat. Er wurde geführt, obwohl er gar keine Ahnung davon hatte, und Gott hatte einen Weg mit ihm vor. So verfolgt Gott eigentlich einen Plan mit uns allen, mit jedem von uns als seinem Kind. Und er hatte einen Plan mit so manchen in der Bibel. Und wenn wir in die Bibel reinschauen, dann merken wir, dass dieses Prinzip uns überall entgegenkommt. Er hatte zum Beispiel einen Plan mit Daniel und seinen Freunden. Als sie in Ketten nach Babylon gingen, haben sie gar keine Vorstellung davon gehabt, was Gott alles für sie vorbereitet hat in diesem fremden Land. Wie sehr Gott sich durch sie verherrlichen wollte, sodass im ganzen babylonischen Reich mehrfach der König von Babylon Nachrichten aussendet über den wahren Gott, nur weil sie Gott treu gewesen waren. Für sie schienen die Wege Gottes nur verworren und unverständlich, als sie in Ketten verschleppt wurden nach Babylon. Gott hatte einen Plan mit Josef. Als er zuließ, dass er als Sklave gebunden, gefesselt nach Ägypten kam. Er hatte einen Plan mit ihm, als er zu Unrecht beschuldigt und ins Gefängnis geworfen wurde. Und auch der Josef konnte sich keinen Reim darauf machen. Viele Jahre seines Lebens. In der Bibel, wenn wir die Geschichte lesen, scheint es so schnell gegangen zu sein, alles. Aber von dem Zeitpunkt, wo er von zu Hause verschleppt wurde, bis zu dem Zeitpunkt, wo er vom Pharao geehrt wurde, vergingen viele Jahre. Zum Schluss sagt er seinen Brüdern: Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch am Leben zu erhalten für eine große Rettung. Das war der Zeitpunkt, wo er im Nachhinein erkannt hat, oh, Gott hat mich ja geführt, all diese ganzen Jahre. Er hatte einen Plan für den persischen General Kyros. Über 100 Jahre vor seiner Geburt ließ er durch einen Propheten sagen: Ich werde vor dir, Kyros, herziehen und dir den Weg ebnen. Ich werde eherne, eiserne Türen vor dir zerbrechen. Ich werde dir verborgene Schätze geben. Und dann sagt er: Ich gebe dir einen Ehrennamen, ohne dass du mich erkannt hast. Ohne dass du mich erkannt hast. Schon sehr beeindruckend, wie Gott hier arbeitet.
Er hatte auch einen Plan für Paulus, den Christenverfolger. Er sagt in Apostelgeschichte, dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen vor Nationen und Könige. Er hatte einen Plan für Petrus, den Verräter. Wenn du dich der mal eins bekehrst, dann stärke deine Brüder und weide meine Lämmer. All diese Menschen hatten zunächst überhaupt keine Ahnung davon, dass überhaupt Gott am Werk war in ihrem Leben. Sie haben keine Vorstellung gehabt von den Plänen Gottes. Und die Wege Gottes schienen in ihrem Leben rätselhaft und verworren zu sein. Und sie konnten das nicht erkennen. Ellen White sagt an einer Stelle, der Herr hat in seinem großen Plan für jeden einen Platz. Selbst wenn jemand nur eine kleine Gabe besitzt, so hat Gott einen Platz für sie und die eine Fähigkeit wird, wenn sie weise angewandt, gerade das von Gott beabsichtigte Werk vollbringen. Beeindruckend. Der Herr hat in seinem großen Plan für jeden einen Platz. Und egal, wie klein die Gabe auszusehen scheint, Gott kann daraus sich verherrlichen. Gott führt auch dich und auch mich. Ich bin mir nicht sicher, ob jeder von uns sich dessen in jedem Augenblick seines Lebens bewusst ist. Und manchmal vergessen wir das ein bisschen. Gott führt uns als seine Kinder, auch wenn wir es nicht erkennen können. Und dieses Prinzip zeigt sich ganz besonders auch im Leben Jesu. Gott hatte natürlich einen Plan für seinen Sohn. Und Jesus beginnt seine öffentliche Tätigkeit mit den Worten in Markus Kapitel 1, Vers 14. Markus 1, Vers 14 und 15. Eigentlich Vers 15. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Jesus sagt an dieser Stelle, die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Welch eine Zeit meint er? Nichts anderes als das, was im Buch Daniel vorausgesagt war für den Beginn der Tätigkeit des Messias. In Daniel Kapitel 9 wurde genau das Jahr angegeben, wo der Messias auftreten würde und öffentlich beginnen würde zu wirken. Und Jesus sagt, die Zeit ist da, hier bin ich. Immer wieder beruft sich Jesus auf den Plan Gottes in seinem Leben. Zum Beispiel bei der Hochzeit zu Kana sagt er seiner Mutter in Johannes Kapitel 2, Johannes Kapitel 2, Vers 4, Jesus spricht zu ihr, zu Maria, Johannes 2, Vers 4, was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Er sagt zu seiner Mutter, die ihm gesagt hat, guck, sie haben keinen Wein, so mit dem Unterton, kannst du nicht helfen? Und er sagt, meine Stunde ist nicht gekommen, meine Zeit ist nicht gekommen, wenn die gekommen ist, dann mache ich es. Und kurz danach, und es scheint so, als ob Gott ihm diese Sicherheit gegeben hätte, da handelt er. Ein anderes Mal wollten seine Brüder ihn dazu drängen, nach Jerusalem zum Laubhüttenfest zu gehen. Und in Johannes Kapitel 7 lesen wir in Vers 4, wie sie zu ihm sagen, niemand tut etwas im Verborgenen und will doch öffentlich etwas gelten. Willst du das, so offenbare dich vor der Welt. Also die Brüder denken, Jesus möchte gern Karriere machen, er möchte gern vor der ganzen Welt bekannt werden. Und sie sagen, bleib nicht in der Provinz. Geh in die Hauptstadt nach Jerusalem, mach dort deine Wunder, damit die Leute an dich glauben. Und Vers 6, da spricht Jesus zu ihnen, meine Zeit ist noch nicht da, eure Zeit ist alle Wege. Und Vers 8, geht ihr hinauf zum Fest, ich will nicht hinaufgehen zu diesem Fest, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Und es scheint so zu sein, dass Jesus keine Entscheidung trifft, keine Reise antritt, ohne dass er vorher sich vergewissert hat, dass sein Vater das will und dass Gott das möchte, dass er das tun sollte. Nur zwei Verse später, in Vers 10, kurze Zeit danach, heißt es,
Als aber seine Brüder hinaufgegangen waren zum Fest, da ging auch er hinauf. Nicht öffentlich, sondern heimlich. Offensichtlich hatte er zu diesem Zeitpunkt das Okay von seinem Vater im Himmel bekommen. Jesus hat bewusst Ja gesagt zu dieser Führung in seinem Leben. Er wollte diese Führung befolgen. In Johannes Kapitel 14, Vers 10, lesen wir, Johannes 14, Vers 10, glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst aus. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut seine Werke. Also Jesus sagt mit anderen Worten, was ich rede, was ich tue, ist eigentlich nichts anderes als das, was der Vater mir sagt, dass ich reden und tun soll. Bis zum Schluss erfüllte Jesus diesen Plan Gottes. In Matthäus 26, Vers 45 lesen wir, Matthäus 26, Vers 45, dann kam er zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen, ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. Die Stunde ist da für den letzten Schritt. Und wir sehen also, Jesus hat bei jeder Station seines Lebens beständig, Schritt für Schritt, in diesem Bewusstsein gelebt, Gott hat einen Plan für mich und ich will ihn erfüllen. Selbst ganz am Ende, wo Jesus es sehr schwer fiel, diesen letzten großen Schritt zu tun, sehen wir, wie er im Gebet mit Gott ringt, mit seinem Vater ringt und ihn um Kraft anfleht, dass er ihm Kraft gibt, diesen letzten Schritt ans Kreuz zu gehen, auch zu tun und den Plan zu erfüllen. Und wir sehen in Gethsemane, wie sich innerlich alles gegen diesen Schritt sich aufbäumt in Jesus. Er will keine Trennung von seinem Vater. Davor hatte er hier Angst. Und dennoch betet er im Vers 42 in Matthäus 26, da sagt er, zum zweiten Mal ging er wieder hin und betete und sprach, mein Vater, ist's nicht möglich, dass dieser Kelch an mir vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Wie wichtig war der Plan Gottes für Jesus? Ist dieser Plan auch für uns wichtig, für dich und für mich? Sind auch wir bemüht, diesen Plan Gottes so zu erkennen in unserem Leben und ihn dann auch noch umzusetzen, um jeden Preis? Gott führt uns ja so, wie wir es in der Anfangsgeschichte gehört haben, ja eigentlich ohnehin. Einfach, weil wir Kinder Gottes sind, weil wir uns zu Gott bekannt haben. Er tut es, dass er uns führt, auch wenn wir es nicht wissen. Natürlich muss man dazu sagen, nur innerhalb von gewissen Grenzen und ohne, dass er uns zwingt, ohne, dass er etwas tut gegen unseren erklärten Willen. Wenn das so ist, wollen wir es dann Gott nicht leichter machen und wollen wir uns nicht entscheiden, in Harmonie mit diesem Plan zu leben, bewusst Ja zu sagen zu diesen guten Gedanken Gottes für unser Leben, dann könnte er umso effektiver uns führen. Unser Leben kann viel besser gelingen, wenn wir das tun. Dann wird dein Leben eine Verherrlichung Gottes sein. Wenn du dem Plan Gottes bewusst Ja sagst dazu und bemüht bist, mit Gott zusammenzuarbeiten, dann hast du deine Bestimmung als Kind Gottes erfüllt. Dann wird dein Leben im Rückblick nicht umsonst gewesen sein. Dann kannst du sagen, mein Leben hat einen Sinn, eine Bestimmung. Ich bin ein Teil des großen Planes Gottes,
der das Ziel hat, Menschen zu erretten für sein Reich. Und du erfährst den Segen Gottes und erreichst das Ziel. Jesus sagt in Johannes Kapitel 4, Vers 34. In Johannes Kapitel 4, Vers 34. Jesus spricht zu ihnen: Meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat, und vollende sein Werk. Ich möchte uns mal bewusst machen, was Jesus hier sagt. Diesen Text, diese Aussage muss man ein bisschen auf sich wirken lassen. Jesus sagt, meine Speise, mein Essen, das, was mir Kraft gibt, jeden Tag, weil wir müssen essen jeden Tag, dass wir nicht sterben, dass wir nicht schwach werden, nicht krank werden. Und während Jesus hier wartet, das ist in der Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen, er wartet am Brunnen und die Jünger gehen einkaufen, weil sie Hunger haben. Und sie fragen, willst du nicht essen? Und dann ist das seine Antwort. Und er sagt mit anderen Worten, das, was mir Kraft gibt in meinem Leben, was mich aufrecht erhält, ist, dass ich den Willen meines Vaters tue. Es scheint so zu sein, dass Jesus hier uns einen Schlüssel gibt zu einem Geheimnis. Es scheint so zu sein, dass die Kraft, die Jesus hatte, etwas zu tun hatte damit, dass er ganz bewusst diesen Plan Gottes in seinem Leben erfüllen wollte. Dass die Freude, die er in seinem Leben hatte, damit zu tun hatte. Wenn wir den Plan Gottes in unserem Leben umsetzen, bekommen wir Kraft und wir bekommen Freude. Im Buch Das Leben Jesu steht, wenn wir unser Einverständnis dazu geben, dann wird er, also Gott, sich so sehr mit unseren Gedanken und Zielen identifizieren und unsere Herzen in Übereinstimmung mit seinem Willen bringen, dass, wenn wir ihm gehorchen, wir nichts anderes tun, als unseren eigenen Impulsen zu gehorchen. Ich finde das eine unglaubliche Aussage. Vielleicht müssen wir uns das noch einmal bewusst machen, was hier steht. Hier wird gesagt, wenn wir unser Einverständnis dazu geben, in Klammern, dass Gott uns führt, dann wird Gott sich so sehr mit unseren eigenen Wünschen und Zielen identifizieren. Er wird versuchen, soweit es nur geht, uns entgegenzukommen. Dass, wenn wir ihm gehorchen, wir schließlich und endlich nichts anderes machen, als unseren eigenen Impulsen zu und unserem eigenen Willen zu gehorchen. Der Wille Gottes und der Wille von dem Menschen wird langsam deckungsgleich. Und Gott macht das. Und ich finde, wir haben einen sehr, sehr liebevollen Vater. Er führt uns sehr behutsam. Er wartet auf uns, bis wir innerlich Ja sagen können dazu. Er tut nichts gegen unseren Willen. Aber wenn wir Ja sagen, dann gestaltet er uns durch den Heiligen Geist Schritt für Schritt so um, dass es uns keine Überwindung kostet, ihm zu gehorchen, dass wir das freiwillig und gerne machen, von ganzem Herzen, dass es unser tiefer Wunsch ist. Wir vergewaltigen uns gar nicht selbst zum Gehorsam. Wir sagen nicht, ja, ich muss gehorchen, aber eigentlich will ich was anderes. Wenn wir das sagen, dann stimmt noch irgendetwas nicht. Dann sollten wir zu Gott kommen und sagen, tu dieses Werk in uns. Und hier steht in diesem Zitat, Gott identifiziert sich mit unseren Zielen und Plänen. Der ewige Gott mit unseren armseligen, kleinen, menschlichen Wünschen und Zielen und Plänen. Muss er das tun? Überhaupt nicht. Das ist wirklich das Werk der Neuschöpfung. So wie der Paulus sagt, ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Jetzt verstehen wir vielleicht ein bisschen besser, wie das vor sich gehen kann. Fassen wir zusammen. Als Kind Gottes wirst du geführt in deinem Leben. Du wirst geführt, auch wenn es momentan nicht so scheint, dass Gott dich führt. Gott
versucht, dich zu führen, einfach aufgrund der Tatsache, dass du dich zu ihm bekannt hast, dass du ein Kind Gottes bist, dass du gesagt hast, ich will zu Gott gehören. Und wenn das so ist, dann lade ich dich ein, mach es doch Gott leichter, erleichtere es ihm mit seinem Vorhaben, dich zu führen in seinem Leben. Such aktiv nach dieser Übereinstimmung, nach Harmonie mit seinem Plan. Und auch wenn es drunter und drüber zu gehen scheint in deinem Leben und in unserem Leben, auch wenn du dich fragst, hat Gott mich vielleicht ganz vergessen? Hat er mich einfach nur noch den Umständen überlassen? Dann müssen wir doch wissen, dass er da ist. Auch in Krisenzeiten, die wir vielleicht gerade allesamt gemeinsam erleben. In unserer Welt, in unserem Land scheint ja gerade auch vieles drunter und drüber zu gehen. Und vielleicht ist es ja auch so, dass du persönliche Krisen vielleicht erlebst in deinem Leben oder in deiner Familie. Vielleicht gerade jetzt. Mit sicherer Hand führt Gott jeden von uns, wie im Leben von Daniel, Josef und Kyros. Und früher oder später gibt er sich zu erkennen. Und dann werden wir verstehen, so manches, warum wir solche Wege gegangen sind. Es gab einen Augenblick in der Menschheitsgeschichte, der einzigartig war. So etwas gab es in den Jahrtausenden vorher nicht und in den Jahrtausenden danach auch nicht. Das war der Augenblick, wo ein Vertreter des Menschengeschlechts im vollsten Sinne die völlige Trennung von Gott erlebte und durchlebte. Es war eine einzigartige Krise, so intensiv, wie wir es nie erleben müssen. Gott sei Dank. Es war der Augenblick, als der Sohn Gottes zwischen Himmel und Erde hing. Als alle ihm Spott und Hass entgegenschleuderten, gab es einen, der auch so wie er am Kreuz hing, neben ihm. Und dieser eine wandte sich in dieser Stunde zu ihm mit den Worten, und man hätte das nie von ihm gedacht: Herr, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Mit anderen Worten, du bist ein König, du bist ein Herr, du hast ein Reich und es gibt eine Zukunft für dich. Dieses Kreuz ist für dich nicht das Ende. Sei auch mein Erlöser, gib auch mir Zukunft. Und in diesem verwahrlosten Verbrecher erkannte Jesus den Vertreter einer großen Menge all der Menschen, die eines Tages mit ihm in seinem Reich leben würden, aufgrund seines Opfers, das er gerade jetzt im Begriff war zu bringen. Sein Opfer war also nicht vergeblich. Was für ein Hoffnungsschimmer in dieser dunkelsten Stunde. Es war so, als würde der Vater selbst durch diesen Verbrecher am Kreuz zu ihm sprechen: Halte durch, der Plan ist fast erfüllt. Es ist nicht umsonst. Es gibt Frucht für deine Mühe. Der Vater, der sich liebend gern in dieser Stunde offenbart hätte, dass er zu seinem Sohn gehört. Aber er durfte das nicht. Es gehörte eben zu dem Plan, dass der Sohn diesen Kelch alleine trinken musste. Aber der Vater fand in seinem Erfindungsreichtum doch einen Weg, seine Gegenwart und seinen Trost zu offenbaren seinem Sohn gegenüber, eben durch diesen reuigen Verbrecher. Was für ein liebevoller Vater, was für eine geniale Idee, was für ein Zeichen seiner Liebe in dunkelster Stunde. Was heißt das für uns? Wenn der Vater in der größten denkbaren Krise der Menschheitsgeschichte ein Zeichen seiner Gegenwart und seiner Liebe und der Hoffnung seinem Sohn geben konnte, obwohl ihm selbst eigentlich die Hände gebunden waren und er nichts tun durfte,
dann kann er das auch heute für dich und für mich genauso tun. Wir sind ja nicht in so einer katastrophal großen Krise, Gott sei Dank nicht. So eine Krise kann keiner von uns erleben, zum Glück nicht. Es gehört nicht zum Plan Gottes für unser Leben. Aber dann kann er in unseren kleineren Krisen doch viel mehr und viel leichter seine Liebe uns gegenüber offenbaren. Wenn Gott so ist, dann lasst uns ihn noch mehr vertrauen. Wenn Gott so ist, lasst uns ihn noch mehr lieben. Er ist es wirklich wert. Amen.